Guten Morgen, Wanderfreunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute sind wir in Maria Piel unterwegs. Das gehört zur Gemeinde Horst an der Maas. Das wiederum gehört zur Provinz Limburg und ja, gehört zu Holland, zu den Niederlanden. Hier beginnt unsere Wanderung. Die Strecke ist ungefähr 4 Kilometer lang und hat keine Höhenmeter. Wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist und wie ich mich nach einem guten Restaurantbesuch fühle, dann bleibt dran. Ja, das mit den Rindern gerade, das war so ein kleines Highlight. Ja, warum sind wir hier? Ganz einfach, heute ist Ostersonntag und dann wünsche ich euch erstmal frohe Ostern. Ja, und heute am Ostersonntag haben wir ja einen kleinen Restaurantbesuch abgestattet. Und zwar im ABC Restaurant in Severum. Ja, das ist ein All-You-Can-Eat Restaurant. 3 Stunden kann man da so viel essen, wie man will. Kostet ungefähr, ja, wir haben jetzt pro Person ungefähr 31 Euro bezahlt. Ja, und da haben wir uns richtig gut gehen lassen. Und ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel gegessen. Ich konnte mich teilweise gar nicht mehr bewegen. Ja, und deshalb haben wir gedacht, wir machen so einen kleinen Verdauungsspaziergang hier in Maria Piel. Das ist so ein Naturschutzgebiet mit einem Teich. Und ja, wie ihr gesehen habt, vielen Tieren und sowas. Richtig schön, waren wir schon mal gewesen vor Jahren, also kann man echt empfehlen. Wetter scheint auch gut zu sein, also alles richtig gemacht, weiter geht's. Und zack, da sind wir wieder an den Rindern. Ja. So sehen wir die Rinder ein zweites Mal. Ja, was ist passiert? Tja, ganz einfach. Wir haben die Orientierung verloren, sind ein bisschen falsch gegangen, sind einen Weg gegangen, den wir letztes Jahr gegangen sind, wo der Startpunkt war. Ja, dieses Jahr ist der Startpunkt direkt am Parkplatz, am Wanderparkplatz an Maria Piel. Und darum hat sich auch die Strecke heute ja ein bisschen verkürzt eigentlich. Letztes Jahr war die Strecke nämlich ungefähr 6 Kilometer lang, aber es ist halt nur ein kleiner Verdauungsspaziergang, also nichts Wildes. Aber jetzt haben wir die Rinder, wie gesagt, ein zweites Mal sehen wir sie hier, wie sie schön am Grasen sind. Ich weiß gar nicht, sind das überhaupt Rinder? Vielleicht sind auch Wasserbüffel, hab keine Ahnung. Aber wie ihr seht, die grasen hier alles ab und halten anscheinend die Flora und Fauna so im Gleichgewicht oder so. Ja, echt schön, muss man sagen. Ja, was nicht so schön ist, ja, das Wetter ist doch ziemlich unbeständig. Dunkle Wolken ziehen auf. Man hat so den Eindruck, es wird gleich regnen. Aber wie gesagt, wir sind ja gleich schon wieder am Ziel, am Parkplatz. Also alles gut. Ja, und der Verdauungsspaziergang tut uns allen richtig gut. Wir fühlen uns alle so ein bisschen leichter jetzt. Dann würde ich sagen, bis später. Yeah.
So, hier stehen wir an einem Denkmal von 5 Flugzeugabstürzen, die hier zwischen 1940 und 1945 geschehen sind, im Zweiten Weltkrieg. Und da vorne stehen die Namen drauf. Ich glaube, 21 Leute, Soldaten, sind gestorben, also richtig schrecklich sowas. Und was interessant ist, hier, das ist so, ja, so Blech. Und das ist wahrscheinlich, meine ich sogar, vom Originalflugzeug, das hier abgestürzt ist. Also sehr imposant. Krieg ist immer scheiße. Und was damals da passiert ist, richtig schrecklich. Aber so haben wir ja einen historischen Beleg, was hier passiert ist. Das ist natürlich immer wieder gut. Die Erinnerung bleibt auf jeden Fall daran. Ja, jetzt haben wir eigentlich noch ein paar hundert Meter und dann sind wir am Parkplatz. So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Naja, keine Wanderung war das ja. Es war ja ein Spaziergang, ein Verdauungsspaziergang sozusagen. Hat uns ganz gut gefallen. War nichts Spektakuläres. Es gibt sogar einige Highlights, die ihr gesehen habt, mit dem Denkmal und natürlich ja die Sumpflandschaft und ja der Teich von Maria Piel. Zusätzlich noch ein paar Rinder, ein paar Tiere, also ganz angenehm. Und für den Verdauungsspaziergang nach dem ABC-Restaurant genau das Richtige. Jetzt geht es auch mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ja, mit dem Wetter hatten wir eigentlich Glück gehabt. Wieder wechselhaftes Wetter, Sonne, Wolken, nix. Ab und zu ein paar Regentröpfchen, aber alles gut überstanden. Ja, da bleibt noch zu sagen, wenn euch die Wanderung gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.